Tja, für mich geht hier ein 72 Stunden Übernachtungsabenteuer in der wunderschönen Natur der Südhalde zu Ende. Und für dich beginnt das Abenteuer hier. Bei fantastischem Wetter einfach ein paar Kilometer machen und später noch eine Runde draußen schlafen, das hört sich gut an. Wir sind auf dem Heidschnuckenweg unterwegs und ich werde die Zeit mit euch schnacken. Wir genießen zusammen die Natur und das wird ganz klasse. Vertraut mir drauf. So, wir sind hier auf dem Heidschnuckenweg unterwegs. Wer das noch nicht weiß, das ist ein Weitwanderweg in Niedersachsen, der insgesamt knapp 220 Kilometer lang ist. Wir sind in Fassberg gestartet. Samwise ist auch mit dabei. Wir werden ein bisschen wandern. Ich werde euch natürlich immer mal wieder die Natur filmen, zeigen und so weiter. Aber das große Labern werde ich wahrscheinlich nicht beim Wandern machen, sondern dann heute Abend, wenn wir unser Lager aufschlagen und so weiter und so fort, ne? Das, was ihr eben gesehen habt, das nennt sich der sogenannte Wacholderwald. Ich bin mir nicht ganz sicher, was daran wacholderwaldig ist, aber es war auf jeden Fall ein uriger Anblick. Wunderschön, jetzt haben wir uns hier in einer kleinen Sitzgelegenheit für ein Päuschen eingerichtet, ins Gästebuch eingetragen. 6 Kilometer sind seit unserem Start Fassberg an uns vorbeigegangen. Knapp 6 Kilometer, ich glaube ein Tick weniger. Und Celle ist unser Ziel, denn dort will ich mir auch persönlich endlich mal meine goldene Wanderansstecknadel des Heidschnuckenwegs abholen. Das ist ein Ziel, was ich jetzt schon länger verfolge und ab und zu mal unterbrechen musste wegen Arbeit etc. Aber jetzt gehe ich das an, gehen wir das natürlich auch insgesamt zusammen an, die Strecke zu machen. Wir schlafen dabei meistens draußen. Ein bisschen muss ich mal trotzdem in eine Gaststätte rein, weil halt die Akkus irgendwann aufgeladen werden müssen. Aber so viel wie möglich draußen sein, die Natur genießen und einfach weiter wandern. Samwise!
Und ein riesiger Zeitsprung. Wir sind einige Zeit noch weiter gewandert, vor allen Dingen durch ein kleines Dörfchen und sind mittlerweile bei einer Gesamtstrecke von 24 Kilometern angekommen. Das ist ordentlich. Vor allen Dingen so für den ersten Tag bin ich voll mit zufrieden und haben uns jetzt hier ein kleines Lager besorgt, nachdem wir im Hofladen nochmal ein paar Kleinigkeiten geholt haben, so richtig frische Milch und so. Das hat mir richtig gut gefallen und jetzt habe ich Zelt aufgebaut, Marc auch. Und jetzt sind wir hier im kleinen Fichtenwald. Wir haben um die 20 Uhr, es wird langsam ein bisschen dunkler, ich filme schon mit LED-Licht. Werden noch ein bisschen entspannen. Ich zeige euch natürlich noch das ein oder andere und wir sprechen uns auf jeden Fall nochmal. Tja, einfach ein paar Tage unterwegs sein, die Natur erleben, draußen schlafen vor allen Dingen, richtig was sehen, Tiere, Natur, aber auch mal ein bisschen sich selbst spüren. Ich meine, es ist eine komplett andere Welt, wirklich, wenn man mehrere Tage wandert und noch draußen schläft, in die man versinkt. Na, es ist wirklich so, als würde man in einem anderen Leben sein. Vielleicht kennen das manche Leute von langen Festivals oder so, wo man eine Woche teilweise ist. Da fühlt sich das irgendwann auch so an. Genauso fühlt sich das beim Wandern auch an. Ist mir dein Hund in die Falle gegangen? Übrigens hat es auch Samba ist gut mitgemacht, die Wanderung. Ich muss sagen, das ist ja die erste Weitwanderung und auch über mehrere Tage Wanderung, die ich jetzt mit ihm in Angriff nehme. Das heißt, ich war natürlich am Anfang ein bisschen besorgt, ob er das hinkriegt. Einfach aus Hundegründen, er ist ja jetzt knapp ein Jahr alt. Aber er hat das super hingekriegt, wenngleich er auf den letzten 2-3 Kilometer, da ist er langsamer geworden. Aber im Endeffekt hat er es trotzdem super hinbekommen. 24 Kilometer ist er gelaufen. Ich werde ihn natürlich auch langsam ranführen an ein Geschirr, damit er sein Wasser und sein Futter selber tragen kann. Weil ich habe jetzt beim Start ein Gesamtgewicht gehabt von 16 Kilo im Rucksack. Das ist mir zu viel für Trekking. Und davon sind natürlich 2 Kilo Hundesachen. Und dann kann er noch einen Liter Wasser extra nehmen, von mir sozusagen. Und dann sind das auf einmal nur noch 13 Kilo. Dann noch einen leichteren Schlafsack und so weiter. Dann summiert sich das auf und dann komme ich auch irgendwann mal wieder unter meine 10 Kilo. Aber da muss ich halt auch ein bisschen Geld ausgeben für. Freunde, ich bin mittlerweile im Zelt drin, denn es ist dunkel geworden, habe mich ein bisschen umgezogen und werde mich jetzt langsam in den Schlafsack reinbegeben, dann noch ein bisschen was hören. Samba ist auch dabei. Der ist völlig alle, der will nur noch pennen. Es war ein anstrengender, aber erfolgreicher erster Outdoor-Tag, muss ich sagen. Erster Wandertag. 24 Kilometer sind nicht schlecht. Vor allen Dingen mit dem Gewicht. Da bin ich insgesamt sehr zufrieden. Und morgen geht es nochmal ordentlich weiter, denn nach wie vor ist das Ziel ja immer noch, von mir zumindest, die goldene Wandernadel endlich zu bekommen. Ich hoffe, die Nacht wird gut. Es ist 1 Grad angesagt. Das ist so die Grenze von meiner Ausrüstung. Hoffentlich funktioniert das alles ganz gut. Ich bin da sehr gespannt. Wir sehen uns dann morgen früh wieder und dann werdet ihr es gleich erfahren. Sunrise. Einen wunderschönen guten Morgen, falls ihr das morgens guckt. Ansonsten wäre diese Ansprache natürlich albern. Wir sind bereits aufgestanden. Ich habe schon ein bisschen die Zeltplane zur Seite gemacht, damit die von innen trocknen kann, die Kondensation. Habe die Morgenroutine erledigt und wir sind gerade ein bisschen dabei zu frühstücken.
Sunrise hat auch schon Frühstück bekommen und bettelt uns abwechselnd an. So ist er halt, ne? Was soll man sagen? Dann werden wir gleich aufbrechen, nachdem wir zusammengepackt haben. Und dann wandern wir mal weiter, mal sehen, wie viele Kilometer wir heute schaffen und bei welchen Stempelstellen wir durchkommen, beziehungsweise allgemein, ne? Heute steht auf dem Plan zum Beispiel durch Wesen, wäre die nächste Stelle, dort durchzukommen. Und dann suchen wir uns irgendwann wieder einen Platz, ne? Die Tagesroutine beim Outdoor-Abenteuer, bei Trekking-Abenteuern, so ist das halt einfach. Hallo. Meine lieben Freunde, ich habe gerade Wesen passiert, habe dort auch noch einen Stempel gekriegt. Mir fehlen jetzt nur noch zwei Stempel, einer in Celle, einer in Deningshof. Dann hätte ich alle und würde die goldene Nadel bekommen. Hier könnt ihr übrigens die silberne sehen. Ich hoffe, man hat es jetzt gesehen. Die habe ich nachträglich bekommen, weil mir eine andere Stempelstelle keinen ausgeben konnte, weil es, war anscheinend kein Stecker mehr da. So ist das dann halt. Leider hat mich Marc verlassen. Er hat super durchgehalten. Also ich meine, wir sind gestern 24 Kilometer. Als Anfänger ist er mit 16 Kilo gestartet. Also, kann mir vorstellen. Der ist jetzt nach Hermannsgrund abgebogen und wird da einen Bus nehmen, zurück nach Fassberg und dann wird er nach Hause fahren. Aber ich wandere noch ein bisschen weiter. Mein Outdoor-Abenteuer geht weiter. Mal sehen, wie viele Kilometer das heute bei mir werden. Im Moment fühlt es sich noch ganz gut an. In einer Stunde werde ich wahrscheinlich eine Pause machen. Und dann legen wir los, genießen zusammen die Natur und es geht weiter. Sunrise, hallo, hallo, ja komm mal her, hier. Ja, super.
Wie du den Schild eben entnehmen konntest, bin ich kurz hinter Deningshof. Da habe ich eine kleine Rast gemacht, ein bisschen Wasser vor allen Dingen aufgefüllt. Samwise hat auch eine kleine Schüssel bekommen von den Hofbesitzern. Dort habe ich meinen vorletzten Stempel bekommen. Das heißt, mir fehlt jetzt was? Genau, nur noch der Zelle-Stempel. Und da stand ja auch gerade drauf, Zelle 25,5 Kilometer. Und damit ergibt sich auch etwas. Ich werde wahrscheinlich keine 4 Tage brauchen, wie ich anfangs gedacht habe, sondern im Endeffekt nur 3 Tage. Weil heute mache ich bestimmt nochmal 5 bis 10 Kilometer und dann sind es morgen nur noch 15. Und 15, das habe ich ja bis mittags weggewandert. Damit ist also mein kleines Outdoor-Abenteuer früher beendet. Nicht nach 96 Stunden, sondern nach 3x24, 72. Ich kann rechnen, ich kann rechnen. Hat man mir gesagt. Ich habe so ein Papier, da steht drauf, ich kann rechnen. Das heißt, wir haben jetzt bei 13 Uhr, es geht noch eine Zeit weiter, irgendwann suche ich mir dann einen kleinen Schlafplatz oder so, ganz entspannt. Und ich bin guter Dinge, auch wenn das Wetter ein bisschen abflaut, das ist auch angesagt für morgen, dass es zwischendurch mal nieselt. Aber insgesamt bin ich absolut guter Dinge. Es ist, es ist einfach alles in Ordnung und ich fühle mich wohl. Schön. Aber ich habe wie immer trotzdem was zu meckern. Ich bin gerade mit auf dem langweiligsten Wanderweg, den man sich nur so vorstellen kann. Also im Prinzip eine lange Forststraße, die wirklich die ganze Zeit im Prinzip nur geradeaus geht. Und links und rechts der Wald ist so Kiefer-Monoplantage, ne? Das, was ihr auch neben den Autobahnen seht, nur dass vielleicht sich mal eine Tanne oder eine Birke dazwischen verirrt. Ja, nicht so spannend, aber dafür relativ einfach zu wandern, weil der Weg sehr gut ausgebaut ist. Und das machen wir jetzt auch weiter. Aktives Outdoor-Päuschen nenne ich das jetzt mal. Die Abstände der Pausen werden kürzer. Ne? Das heißt, meine Kraft für heute neigt sich langsam dem Ende zu. Wesen steht dort auf dem Schild, ist 21 Kilometer weg. Das bedeutet, mit den 4 Kilometern vorher sind wir mittlerweile bei 24, 25 Kilometern. Ja, 2, 3 will ich schon noch machen. Und Zelle ist mittlerweile in 19,5 Metern. Habe ich eben Zentimeter gesagt? Ich meine natürlich Kilometer. Das Wetter ist immer noch fantastisch, aber es fängt an windiger zu werden, wolkenreicher und so weiter und so fort. Eben hatten wir es einmal richtig kurz dunkel, also wirklich dunkel, dunkel. Ja, ich bin ja drauf vorbereitet, ich bin ausgerüstet, alles ist gut. Ich bin auch ein bisschen schlapp mittlerweile. Was mir aber durchaus positiv aufgefallen ist, ist, dass die Südheide, so nennt sich der ganze Bereich hier, sehr lange, sehr geradeaus geht auf einem relativ langweiligen Weg. Das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt. Und aber sehr viel Wald hat. Also man geht hier die ganze Zeit durch Wald. Ich gehe seit Deningshof, also seit 8 Kilometern, gehe ich permanent nur durch den Wald und auch vorher schon einige Kilometer. Das überrascht mich richtig positiv, weil das bin ich so vom Heidschnuckenweg nicht gewohnt, dass es so große Waldabschnitte einfach gibt. Es fällt aber auch auf, und dann habe ich auch ein Schild gelesen, das es bestätigt hat, dass es hier ein relativ junger Wald ist. Das war wohl zum Teil hier alles Heide. Und da wurde entschieden, ja, das lohnt sich anscheinend nicht mehr oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Und jetzt versucht man hier einen Mischwald zu etablieren. Man sieht ein bisschen, dass die Bäume sehr jung noch sind, alle auf derselben Kante sind und
meiner Meinung nach auch, dass sie zu wenig Nährstoffe hier oben haben. Also sie sind ein bisschen ärmlich, ein bisschen krüppelig, ein bisschen dünn. Ne? Aber trotzdem wächst da ein ordentlicher Wald. Und hier gibt es auch laut Tafel 4 Wolfsrudel. Ne? Also haben sich hier wieder mit der Zeit angesiedelt und tatsächlich auch richtige Hirsche mit großem Geweih etc. Da waren so ein paar Fotos abgedruckt. Das war schon sehr, sehr spannend zu sehen. Also ich bin sehr positiv überrascht, weil Heide ist zwar an sich schön, aber nicht so viel. Ne? Also da ist Wald schon durchaus spannender, gerade mit so einer Geschichte. Vor allen Dingen, wenn sich noch der Wolf ansiedelt, wieder mit 4 Rudeln. Das ist schon mal, das hat noch eine ganz andere Qualität. Ne? Vor allen Dingen für mich als Wanderer. Da aus der Position beurteile ich das natürlich gerade. Ja. Und jetzt sind wir hier. Sunrise liegt da entspannt. In so einem kleinen Schutzhütchen hier. Ich werde gleich noch ein bisschen was drehen und dann geht's auch langsam wieder los, ne? In die Richtung. Das nächste ist Scheuen in 6 Kilometer. Ich glaube, so lange mache ich nicht mehr. Also wahrscheinlich 3 Kilometer, vielleicht 4. Wenn ich überhaupt gar keinen Bock gleich habe, dann auch nur 2. Ne? Immer so viel, wie man Lust hat. Und ich liege extrem gut in der Zeit, hatte ich ja schon gesagt. Ich brauche nur 3 Tage insgesamt statt 4. Da funktioniert alles, was es soll. Damit ist schon mal alles gut. Ja, so schnell steht dann auch mal ein Zelt und ich sehe gerade der Kameralinse, dass ich überall rot bin. Die Sonne hat ordentlich angeschlagen und gebrannt den heutigen Tag über. Ach, aber ich habe endlich mal Lager aufgebaut. Ich bin richtig fertig. Wir haben gut und gerne 35, vielleicht sogar mehr Kilometer gemacht. Ich bin nur noch knapp 10 Kilometer vor Celle. Mir ist das Wasser ausgegangen. Weil ich die Trinkblase nicht ordnungsgemäß zugemacht habe. Platz. Das heißt, sie ist dann ein bisschen ausgelaufen. Deshalb habe ich jetzt kein Wasser mehr, nur noch so einen kleinen 50 Milliliter Schluck. Und wir mussten so weit gehen, weil auch Sunrise hatte dann natürlich kein Wasser mehr. Und ja, da mussten wir halt mindestens so weit gehen, bis ein See oder ein Fluss kam. Kam dann auch irgendwann. Und dann haben wir den nächsten Schlafplatz genommen. Ne, hier habe ich aufgebaut. Die Tour ist an sich cool. Zwar viel Wald, aber ihr merkt schon, ich bin wortkarg. Ich bin auch einfach fertig. Ne? Ich melde mich später nochmal vom Schlafen gehen. Aber jetzt ist erstmal nur hinlegen und chillen angesagt. Ich wünsche einen ganz wunderbaren guten Morgen und mache erstmal das Licht wieder ein bisschen dunkler. Ja, so sollte es auch gehen. Ich habe mich gestern Abend nicht mehr gemeldet, wie offensichtlich zu sehen. Ich bin auf meinem Nachtlager einfach
umgekippt und bin vollkommen eingeschlafen. Eieieiei. Einfach nur durchgepennt bis heute Morgen um 7. Wir haben jetzt ungefähr 8, weil ich habe schon ein bisschen was gegessen etc. Und es hat angefangen zu regnen, ne? Wie es ja auch in der Wetter-App stand, dass es wahrscheinlich am Donnerstag regnen würde. Tja, ich warte jetzt darauf, dass es ein bisschen weniger wird und dann würde ich gleich mal aufbrechen. Beziehungsweise ich packe wahrscheinlich, also fange schon mal an, hier im Zelt langsam alles zusammenzupacken, dass ich später nur noch das Zelt an sich mit reinpacken muss. Ja, ich denke, so werde ich das machen. Oh Gott. Tja, ansonsten stehen heute noch 10 Kilometer an und dann bin ich in Celle. Läuft, würde ich sagen. Da freue ich mich schon drauf, weil das soll sehr schön sein, auch mit Schlösschen und so weiter. Ach, wir lassen uns überraschen. Ich freue mich. So, und Abfahrt, würde ich sagen. Den Platz haben wir natürlich ohne jeglichen Müll etc. hinterlassen. Wir haben immer noch so ganz leichtes Tröpfeln hier und da. Ich habe den Poncho oben rauf gepackt auf den Rucksack, sodass ich schnell rankomme, falls es wieder ein bisschen richtig anfängt zu regnen. Und jetzt stapfen wir hier erstmal wieder schön durch die Natur. Hinten hört man die Armee, weil hier ist überall irgendwie Armee, wie sie mal wieder ihre Ballerübungen machen. Ja, ob das jetzt sein muss, ich weiß es nicht, ne? Darüber will ich mich jetzt aber nicht aufregen, sondern viel eher versuchen, die schöne Natur zu genießen. Und schwupps bin ich komplett woanders. Das Ende der Tour konnte ich für euch einfach nicht mehr bei dem Regenguss und dem schlechten Wetter, das ich hatte, aufnehmen. Das ging einfach nicht mehr. Wie ihr gesehen habt, bin ich dann bei Schloss Celle noch angekommen und habe mir dort im Zeller Hof, hieß glaube ich das Hotel, ich bin da voll matschig und mit Regen und mit Hund und so weiter reingegangen, um mir den letzten Stempel zu holen, um mir meinen letzten Stecker zu holen, und zwar die goldene Wandernadel. Die hatte ich euch ja eben schon gezeigt. Wir hatten uns dann ein bisschen gemütlich in der Altstadt gemacht sozusagen und haben dann auf unsere Abholung gewartet durch meine Frau mit dem Auto. Ich muss sagen, der letzte Teil der Tour ist eigentlich tatsächlich wunderschön. Führt durch viel Wald etc., durch kleine Dörfchen, die wirklich schön anzuschauen sind. Es gibt wenig Wasser, muss man sagen. Ich habe mir dann bei einem Friedhof kurz vor Schluss sozusagen nochmal Wasser geholt, nachdem ich aufgestanden war. Denn ich hatte ja Wassernot, da mir die Flasche ausgelaufen war. Das hatte ich nicht gemerkt. Ne? Mitten beim Wandern merke ich auf einmal, oh, da wird aber was nass am Arsch. Ja, die Wasserflasche bzw. die Wasserblase ist ausgelaufen. Aber nicht, weil sie kaputt gegangen ist, sondern weil ich das Ventil nicht ordentlich geschlossen habe. Also meine Schuld. Ja, und jetzt liegt endgültig Schluss und letztendlich der komplette Heidschnuckenweg hinter mir. Alle 223 Kilometer. Einmal eine andere Variante, ne? Dazu kommen wir später, denn ich möchte mit euch ein komplettes Fazit über diese in 3 Etappen durchgeführte Wanderschaft machen. 3 Etappen, damit meine ich nicht, dass ich in 3 Tagen das gelaufen bin, sondern dass ich
Einmal drei Tage. Oder ich glaube, das erste Mal waren es 4 Tage. Ich bin mir gerade nicht mehr genau sicher. Eine komplette Review über jede Etappe zu machen, wäre hier zu viel. Dann haben wir auf jeden Fall ein Video, das geht 2 Stunden und noch was. Und das könnte ich euch natürlich zumuten. Vielleicht mache ich das auch mal irgendwann, so als kleines Extra-Schmankerl. Aber wir werden jetzt über den Heidschnuckenweg an sich reden, wo man zum Beispiel auch gut zelten kann und wo die Natur am schönsten ist und was er zum Beispiel auch im Vergleich mit dem Harzer Hexenstieg und dem Westweg ja, gemein hat und was ihn besser oder schlechter macht. Fangen wir mit den Eckdaten an. Der Heidschnuckenweg geht 223 Kilometer und ist ein relativ leichter Wanderweg. Man hat kaum bis keine Steigung. Es gibt auch sonst kaum bis keine schwierigen Passagen. Also für mich ist der Heidschnuckenweg ein absoluter Flachland-Anfängerweg, der höchstens durch seine Länge ein bisschen an Schwierigkeit gewinnt. Aber man ist ja nicht gezwungen, die komplette Länge auf einmal zu machen. Da ist zum Beispiel der Harzer Hexenstieg deutlich schwerer und auch Teile vom Westweg deutlich, deutlich schwerer, was den Anstieg und auch die Trittfestigkeit geht. Denn normalerweise geht man auf dem Heidschnuckenweg auf ziemlich trittsicheren Wegen. Was sind so die schönsten Passagen vom Heidschnuckenweg? Das ist einmal von Handeloh über Undeloh bis Wietzendorf. Das sind, knapp 20 Kilometer in der Richtung. Die sind sehr schön, meiner Meinung nach. Die erste Passage, die ich jetzt gerade genannt habe, ist vor allen Dingen deshalb schön, wenn man dort die Heide am ursprünglichsten, am wildesten hat. Also wirklich über sehr, sehr große Flächen. Und wenn dann die Heide schön ein bisschen aufgeblüht ist, ist es da einfach wunderbar. Mal ganz davon abgesehen, dass Undeloh selber als Dörfchen, als Kurort, auch einfach sehr, sehr schön ist. Und da sind wir jetzt auch schon mal mit dem Auto einfach so hingefahren, um da ein bisschen spazieren zu gehen in der Heide. Vor allen Dingen dann, wenn man von Undeloh weiter ist, das nächste kleine Dörfchen zwischen Undeloh und Wietzendorf, wo eine Stempelstelle ist, das ist ein uriges kleines Dörfchen. Da sind 5, 6 Häuser, alles Reetdach unter dicken deutschen Eichen, noch mit Pflastersteinstraßen, alles, also nichts Modernes. Das hat mir dort richtig gut gefallen. Die zweite gute Etappe meiner Meinung nach ist vor allem die Südheide. Die Südheide ist tatsächlich ein Heidegebiet am Ende vom Heidschnuckenweg, das relativ lange sich auch erstreckt. Dort ist auch eine Kaserne, wo es öfter mal rumst. Aber warum das anders ist als der Rest, ist, dass die Südheide gar nicht so viel Heide ist, sondern eigentlich, ja, ich weiß nicht, ob sie es extra aufgeforstet haben. Das ging aus dem Schild nicht hervor. Aber wo jetzt wieder Wald auf der Heide sozusagen draufgewachsen ist und dort wächst jetzt ein richtig zusammenhängender Wald und dort hat man auch das längste zusammenhängende Waldstück und das ist, und da kommen wir später zu meinem Fazit und meinen negativen Punkten, auch etwas sehr Schönes, dass es dann auch mal so einen großen Abschnitt des Waldes gibt. Die Tiere dort sind relativ zutraulich, muss ich sagen, also sie kommen jetzt nicht zu dir ran, aber bis auf 5-6 Meter habe ich nicht erlebt, dass Rehe jetzt panisch abgehauen wären, außer man hat jetzt laute Geräusche gemacht etc. Und das ist ein sehr schönes Gebiet, wo es auch tatsächlich Hirsche gibt, nicht nur Rehe. Ich glaube, ich habe auch sowas wie einen Marder gesehen oder so. Also alle möglichen Arten von hübschen Tieren und es wirkt ziemlich unberührt dort. Ab und zu gibt es mal ein kleines verstecktes Häuschen, wo sich jemand da angesiedelt hat, aber insgesamt ein sehr schönes, unangetastetes Gebiet. Der Wanderweg ist gut, er geht auch mal ab und zu hoch, runter und dann gibt es da einen schönen großen See, den ihr ja auch gesehen habt mit einem Schwan drin. Ich weiß nicht, ob ihr den auf den Aufnahmen erkennen konntet, ja, aber das war so meine zweite große Lieblingspassage. Ich muss sagen, sehr, sehr schön. Weiterer Vorteil vom Heidschnuckenweg ist, dadurch, dass man flach unterwegs ist, kann man sehr, sehr einfach nach links und rechts zu irgendwelchen Supermärkten ausschwenken. Das geht total gut. Also da gibt es überhaupt keine Probleme. Es liegt nicht immer ein Supermarkt direkt auf dem Weg, ne? Aber mit ein bisschen Google Maps oder vorher Recherche ist das relativ einfach alles. Dann muss man auch nie mehr als 2 Tage essen und fast eigentlich nur 1 Tag trinken mitnehmen. Nehmt aber zur Sicherheit 2 Tage trinken mit, weil es kann schon mal sein, ja, dass da irgendwas nicht ist, zu hat und dann kommt ihr nicht an den Wasserhahn dran. Aber zum Beispiel waren wir einmal bei der Heidehexe, die hatte zu und da war außen Wasserhahn dran. Da stand jetzt nicht, ob es erlaubt ist, sich zu bedienen, aber wir haben uns einfach mal, beziehungsweise ich habe mir einfach mal Wasser genommen.
Was dann natürlich ebenfalls sehr gut ist, ist natürlich auch die Verkehrsanbindung. Man kann relativ einfach auf dem Heidstockenweg ein- und aussteigen. Da fahren relativ oft Busse dran vorbei an den einzelnen Stationen. Vieles davon, die größeren Dörfer, zum Beispiel Handelow und Buchholz natürlich auch, sind ganz einfach mit der Bahn zu erreichen. In Celle selber ist ein großer Hauptbahnhof. Also das ist relativ gut gemacht, ne? Eigentlich gefällt mir relativ viel an dem Heidstockenweg. Es gibt aber auch ein paar negative Punkte. Was gefällt mir an dem Heidstockenweg nicht? Das ist etwas, was schon im Namen vom Heidstockenweg liegt, und zwar Heide. Beziehungsweise ist es nicht so, dass mir Heide überhaupt gar nicht gefallen würde, aber das 10. Heidefeld hintereinander ist irgendwo nicht mehr so spannend, wie es sich wahrscheinlich die Macher, der Verein des Heidstockenwegs vorstellt. Deshalb empfehle ich die meisten Abschnitte des Heidstockenweges als Tagestouren sehr, sehr gerne. Muss ich sagen, absolut, vor allen Dingen das bei Buchholz und Undelow, das sind absolute Top-Tagestouren. Ja. Aber den kompletten Heidstockenweg als Mehrtagestour zu machen, empfehle ich nur, falls man Lust hat, an der längeren zusammenhängenden Wanderung an sich. Nicht, wenn man nach möglichst schöner, abwechslungsreicher, das ist das Wort, das ich suche, Natur ist, weil eben diese Heidflächen irgendwo auch alle gleich aussehen. Ne? Das bei Undelow, die Heidfläche, die ist besonders beeindruckend, weil sie so groß ist, weil sie so zusammenhängend ist, weil es dort rum so schöne Dörfer gibt etc. Aber an sich ist Heide, wenn sie nicht gerade Blühzeit hat, braun. Und das ist immer so. Das heißt, du hast weit guckende Flächen, wo du hauptsächlich einen braunen Boden hast. Und da muss man sich halt fragen, ob man das wirklich gerne mag oder lieber nicht. Bei mir war es so, irgendwann hat eine gewisse Ermüdung eingesetzt. Und deshalb habe ich mich auch sehr über den Abschnitt der Südheide gefreut, weil man da wirklich dann 40 Kilometer durch Wald, zusammenhängend auch Wald geht, beziehungsweise hauptsächlich zusammenhängenden Wald geht. Und das war einfach schön. Ja, das ist ein bisschen was anderes dann nach der Heide. Und deshalb bin ich mit dem Heidstockenweg zwiegespalten. Wie gesagt, als Tagestouren auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Ob ich eine zusammenhängende Tour empfehlen würde, nicht, wenn du dafür zum Beispiel den Westweg gehen könntest. Ja? Also du musst ja auch nicht die ersten 100 Kilometer vom Westweg gehen, sondern nimmst du die letzten 200 Kilometer, dann hast du dieselbe Länge wie vom Heidstockenweg und hast meiner Meinung nach die schönere Natur. Gleichzeitig hast du beim Heidstockenweg aber halt die bessere Anbindung, den leichteren Wandergang einfach für den durchschnittlichen und auch die bessere Versorgung. Was da jemandem wichtig ist, das muss er ganz alleine entscheiden. Ein paar Worte würde ich gerne noch zu Wandern mit Hund sagen. Nur ein kleiner Abriss. Ich werde noch mal ein extra Video machen zu den Erfahrungen mit Langzeitwandern mit Hund. Ne? Er ist ja jung, ein Jahr alt. Was ich da so gemacht habe, welche Tipps ich auch habe für Leute, die selber mit Hund wandern gehen. Ich muss sagen, Samwise ist eine Rasse vom Bernersen-Labrador-Misch, die natürlich auch das Wandern gut mitmachen kann. Er selbst hatte also absolut keine Probleme. Irgendwann nach 20 Kilometern am Tag ist er meistens ein bisschen langsamer geworden, ist aber ohne Probleme trotzdem hinterher getrottet. Und nach längeren Pausen hatte er dann überhaupt kein Problem mehr, wieder mitzugehen. Wasser hat er sich meist selbst gesucht. Das ging. Ne? Es war manchmal so, 3 Stunden hatte er kein Wasser. Aber dann hat er wieder eine brackige Pfütze gefunden, hat sich einen Gluckerbauch getrunken und dann war wieder alles gut. Das heißt, im Endeffekt hat das sehr gut funktioniert, so funktioniert, wie ich mir das ungefähr vorgestellt habe. Und wir werden darüber dann natürlich im Extra-Video nochmal reden. Ein Fazit zu meiner Ausrüstung. Ich glaube, ich werde noch ein kleines Loadout-Video auf dem Ausrüstungskanal machen. Da einfach mal vorbeischauen die nächsten Wochen. Vielleicht kommt das da. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Im Endeffekt war meine Ausrüstung zu schwer. Das liegt auch daran, dass ich viel vom Hund mitgetragen habe. Der hat jetzt aber einen eigenen kleinen Rucksack mittlerweile. Den trainieren wir ihm an, damit er die 2-3 Kilo, die sein Zeug wiegt, selber schleppen kann. Dann komme ich schon mal von 16 auf 13 runter. Und diese 13 sind dann schon mit Wasser und Essen für 2 bis 3 Tage. Und natürlich auch im Schlafsack, der bis 0 Grad geht. Das heißt, im Sommer würde ich dann wahrscheinlich ohne Essen und ohne Trinken so auf 7 Kilo oder so kommen. Ne? Finde ich schon mal ganz gut. Ansonsten hat meine Ausrüstung wie immer tadellos funktioniert. Vieles davon kennt ihr ja aus Reviews etc. Zum Beispiel das Cadova 1, das Zelt, das ich mit hatte. Gar kein Problem. Also alles wie immer top.
Tja, das war auch schon alles, was ich euch am Ende vom Heidstundenweg noch sagen wollte. Ich bin glücklich, dass ich meine goldene Wandernadel bekommen habe, dass ich den Heidstundenweg komplett gegangen bin, dass ich jetzt auch einige Fragen dazu beantworten kann und dieses Erlebnis von der Natur auch gemacht habe. Das ist super, auch wenn die Tour sehr oft unterbrochen war. Aber im Endeffekt bin ich einfach glücklich und es war eine schöne Zeit. Als nächstes gehen wir die Wandernadel vom Harzer Hexenstieg an. Denn da habe ich mir das letzte Mal auch keine Stempel geholt, ne? Obwohl ich den schon mal zu zwei Dritteln gewandert bin. Und jetzt will ich den dann einmal komplett wandern und mir natürlich auch die Harzer Hexenstiegnadel holen. Und auch, ich denke, den Harzer goldenen, nicht Wanderkaiser, das ist das Krasseste, wenn man alle 222 Stempel hat. Aber die goldene Plakette schon mal holen für 24 Stempel. Tja, da kommt dann bestimmt irgendwann ein Video. Freut euch drauf. Wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Und wer tatsächlich bis hierhin zu Ende geschaut hat, den sage ich ganz besonders. Tschüss, tschüss.